Wir spielen heute wieder ein 2 vs. 2 vs. 2. Das beste Team bekommt wieder 1000 Juwelen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt rein ins Video. Let's go. Es ist soweit. Das Ganze findet natürlich auf der Blockdash Legendary Map statt. Wir haben auch hier, wie gesagt, die Teams eingeteilt und auch mit den gleichen Skin, damit ihr direkt wisst, was hier, wer hier alles zusammen ist und wer nicht. Aber ihr seht schon, die werden richtig krass hier unterwegs und fokussen mich hier voll. Alles ist erlaubt. Alle Skins sind erlaubt und jeder ist auch noch drin hier im Spiel. Aber das sieht schon mal hier, oh, er will mich hier schon mal blocken, aber er muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht selber rausgehauen wird und blockt das Legendary. Ihr wisst es selber, kann ganz schnell zu Ende sein hier, wenn man hier wirklich zu schnell oder zu wackelig ist auf den Plätzen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Mein Team hat 2008 ist schon raus. Ich muss hier alleine alles machen. Was? No! Ich muss hier echt aufpassen. Ich hier mit dem Jimmy-Skin. Die anderen haben alle No-Skins im Team. Ich muss jetzt hier wirklich für die Skins was rausholen. Aber auch vielleicht für mein Teammate. Natürlich möchte ich hier natürlich auch das Beste rausholen. Und natürlich auch für uns die 1000 Gems oder für ihn die 1000 Gems natürlich mit nach Hause nehmen. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall Gas geben. Und das sieht schon mal sehr gut aus hier mit uns. Aber die anderen, die sind auch echt nicht von schlechten Eltern. Wir müssen hier echt aufpassen und... Was? Dias? Oh, ich dachte kurz, das wäre schon vorbei. Ich bin hier richtig am Schwitzen oder was? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Die rasten ja komplett aus. Die wollen hier auf jeden Fall den Sieg mit nach Hause nehmen. Und auch hier natürlich die Gems, würde ich mal sagen. Oh. Wir sind auch mit drüber gekommen. Wichtig. 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 Alle sind drüben. Oh mein Gott, das nehmen ja immer noch alle. Was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur hier den Sieg für uns holen. Aber einer ist raus. Ein männlicher No-Skin ist auf der Stelle rausgeflogen. Oh. Die baiten sich da auf jeden Fall gegenseitig alle ganz gut raus. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt aufpassen und für mich und Concentrated spielen. Ich kann hier gar nicht jetzt riskieren für mein Teammate, dass ich hier rausfliege. Die sollen sich da hinten auf jeden Fall alle mal ein bisschen hauen. Oh mein Gott. Dias, 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 Dias. Oh mein Gott, wie close. Komm, lass mich rüber, bitte. Nein, Dias ist raus und die weiblichen Skins gewinnen schon jetzt. Die No-Skins. Platzi und Juli kriegen schon den ersten Winnie direkt mit nach Hause. Ich glaube, das alles nicht mehr 1-0 für die. Was geht denn da ab? Nächste Runde beginnt und ich sag euch eins, wir werden das jetzt hier auf jeden Fall holen, denn wir sind die Macher. Ich und 2008 müssen jetzt unsere Ehre verteidigen, weil die weiblichen No-Skins sind jetzt auf jeden Fall schon gut unterwegs. Dias hat natürlich auch wieder seinen Lieblings... Nein, nein, Dias, ruhig, 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 ruhig. Ich habe hier kurz Atempause gemacht, weil es war kurz zu stressig für mich. 2008, komm mit drüber, lass die da fighten, wir machen den Safety-Nissen. Oh, aber wichtig, ich habe kurz ein bisschen gedacht, wir wären jetzt schon kurz raus, aber nein, wir schaffen das hier. Ich und 2008 holen uns diesen Punkt hier. Die weiblichen No-Skins haben, wie gesagt, schon einen Punkt. Lasst auf jeden Fall auch, wie gesagt, ein Follow und ein Like da. Das dürft ihr natürlich auch nie vergessen, weil das ist immer richtig wichtig. Und da auch vielen, vielen Dank euch, dass ihr schon immer so viel supportet und dieses Video jetzt auch jetzt schon auf jeden Fall geliked hat, würde ich sagen. Und wir gehen direkt weiter rein und gucken mal, wer hier auf jeden Fall gern... Gewinnt ich und, hallo, hallo, lass mich da mal rüber, bitte, was macht ihr da? Die wollten mich hier rausblocken und so. Nee, die Team gegen uns, aber da ist direkt einer von den No-Skins rausgeflogen. Von den männlichen, ich lecke auch ein bisschen, glaube ich. Mein Ping ist auch auf 5000 Millionen gerade. Keine Ahnung, was da los ist auf einmal, aber wir kommen auf jeden Fall rüber. Und wenn nicht, habe ich ja nochmal 2008, der wird mich schon carryen, ich beliebe richtig in ihn. Deswegen müssen wir uns keine Sorgen, glaube ich, machen, aber die weiblichen Skins haben, wie gesagt, schon einen Punkt da. Am Start, da haben wir natürlich ja gar keinen Bock drauf, aber der Cancel hilft hier natürlich schon sehr mit, um dass wir hier nicht rausfliegen. Wir müssen jetzt hier mal gucken. Vielleicht können wir hier mal rauspunchen, aber er puncht uns auch raus. Wir fliegen da auf jeden Fall schnell rüber. Machen wir hier ein bisschen Cancel-Emote an, damit wir auch nicht fliegen, Leute. Die Fliege riecht. Oh mein Gott, Dias, Dias, Dias. Ja, alles gut, Dias hat gar keinen Stress hier gerade. Gar kein Stress und er hat noch Stress, er hat noch Stress. Was war denn da los? Oh, aber Platzi gegen 2008. Wenn 2008 jetzt hier rausfliegt, hat Platzi ein 2 zu... Oh mein Gott, da kommen so viele TNT, Platzi! Nein, oder? Was? Ich dachte kurz, er hätte überlebt, aber nein, er ist doch rausgeflogen. Platzi holt den zweiten Punkt. Was geht denn da ab? Holy moly. Nächste Runde beginnt. Es steht schon 2 zu 0 für die weiblichen No-Skins. Wenn die jetzt hier noch einmal gewinnen, haben die komplett hier gewonnen. Was geht denn da ab? Die sind einfach zu stark, oder was? Dias macht jetzt hier aber den Carry. Ich sag's euch, wir werden das auf jeden Fall hier mitnehmen, dass ich und 2008 hier den Punkt kriegen. Aber vielleicht sollten wir auch so ein bisschen Team-Ritis machen mit den männlichen Skins, weil sonst holen wir hier nämlich gar keinen Punkt mehr. Vielleicht machen wir hier Team-Mactic-Tactic.
Aber wer weiß, was hier unsere Taktik wird. Wir gucken uns das hier einmal an, wie gut die weiblich... Da, da haben wir einen Punch mitgegeben. Aber der Pink von uns ist auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen besser. Oh, da wollte uns jemand Tick-Dress mitnehmen. Ich habe es genau gesehen, aber nein. Oh, das sieht wichtig aus hier. Aber es ist noch keiner rausgeflogen. Das ist auch ungewöhnlich. Eigentlich sind wir jetzt schon die ersten Leute hier rausgeflogen. Aber Richtung 2008 hier ein bisschen mit Cancel am Arbeiten. Wir haben, halten da auf jeden Fall zusammen, wir beiden. Aber Platz C ist, wie gesagt, auch richtig schwierig. Oh, vielleicht können wir jetzt hier was machen. Und der Punch ist nicht rausgegangen. Wir wurden direkt zurückgepuncht. Und wir sind fast rausgeflogen. Dias hier. Oh, FCB hier in St. Oh mein Gott, was war das denn? Ich wollte da irgendwas machen, aber ich bin da irgendwie fast, fast runtergeflogen. Dias hat fast Karma kassiert. Okay, ich und 2008. Das war jetzt aber mal wieder ein bisschen close. Dias wollte da irgendwas probieren, aber hat fast nicht getroffen. Da war ein Tetris-Fliegen. Hier fliegen hier auch die Sachen fliegen hier auch wirklich zu viel rum. Ich sag's euch. Oh mein Gott, 2008 kommt da noch rüber. Ich dachte kurz, er wäre raus, aber nein. Gut gemacht, 2008. Das läuft doch hier richtig. Oh mein Gott, was? Oh, da ist Karma drin gekommen. Aber ich auch. Was? Wir haben jetzt gewonnen. 2008 gewinnt die Runde. 2008, bester Spieler in der ganzen Welt. Und wir holen uns den ersten Punkt für unser Team. Richtig und wichtig. Nächste Runde beginnt. Es steht 2 gegen 1 zu 0. Das heißt, wir sind noch ein bisschen nachgerückt. Aber die weiblichen No-Skins steht immer noch. Oh mein Gott, was war denn das? Ich dachte kurz, wir wären rausgeflogen. Ey, aber 2008 hat das eben so gut für unser Team gemacht. Wir müssen da wirklich gucken, dass wir da auf jeden Fall wieder weiter in Führung gehen. Und die männlichen No-Skins müssen sich jetzt wirklich anstrengen mit FCB und Moritz im Team. Das sieht nochmal gar nicht mal so gut heute aus. Aber wir gucken auf jeden Fall, ob das hier alles noch funktioniert oder nicht. Aber... Oh, nee, 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 kurz Panik gekriegt. Aber alle sind noch auf jeden Fall am Start. Und noch drin, FCB da hinten ein bisschen Probleme am Start. Aber irgendwie, wir wollen doch nicht hier. Diese Punches werden hier auf jeden Fall krass verteilt. Ihr seht es selbst, die Leute hauen sich hier, probieren hier wirklich das beste Team zu sein. Weil die 1000 Juwelen will sich natürlich jeder mitnehmen und schmecken lassen. Würden mir sogar auch schmecken, muss ich sagen. Aber ich würde natürlich, ich bin natürlich für 2008, wenn ich die 1000 gewinne. Kriegt die natürlich dann 2008, kriegt dann die kompletten Juwelen hier mit ein. Wenn ihr auch mal Bock habt, mehr von mir zu sehen, Social Media, alle Links sind in der Beschreibung verlinkt, wie WhatsApp-Gruppe und alles andere natürlich auch. Wir gucken jetzt mal hier, noch ist alles entspannt. Ziele werden immer schwieriger. Am Anfang ist es so ein bisschen rumboxen, gucken, dass man nicht zu weit am Rand steht. Auf richtig entspannter Rino-Basis. Aber wenn die guten Ziele kommen, das könnte dann schon gefährlich werden für uns hier. Aber 2008 und ich sind beide so die Profi-Überlebendsten. Wir sind gar nicht mal so, oder ich bin gar nicht mal so gut der Spieler, der jetzt hier so Leute raushauen kann und so. Aber ich kann jedes Hindernis relativ gut. FCB ist schon raus. Platzi und DJ sind jetzt hier nochmal zusammen unterwegs. Oh, schnell weg, ich hoffe, die kommen nicht mehr rüber. Doch, sie schaffen es alle noch. Ich krieg hier, oh mein Gott, Cancel, das ist alles zu viel Stress hier. Die Leute schaffen hier wirklich jedes Hindernis. Es ist doch alles hier nicht mehr möglich. 2008 ist oben auf jeden Fall. Platzi wird hier runtergehauen von mir und schafft es auch nicht mehr rüber. Doch, schafft es doch. Nein, Platzi ist raus. Wir sind beide raus. Es ist ein 2 gegen 2, glaube ich, oder so. Nein, jeder ist doch, von jedem Team ist noch eine Person drin. Ich bin mal wirklich gespannt. Moritz, Juli und 2008 sind noch drin. Ich hoffe natürlich, dass 2008 unsere Ehre der Ehrensten verteidigt. Aber es sieht schon mal sehr schwierig aus. Die Hindernisse werden jetzt natürlich schwieriger. Und jetzt kann es natürlich auch dazu führen, dass wir hier wirklich Leute haben, die rausfliegen. Das sieht gar nicht gut aus für Juli. Relativ spät hier unterwegs, aber schafft es noch rüber. Wie gesagt, 2008, ich glaube, das sind alles jetzt nicht mehr so wirklich die Leute, die jetzt hier Action angreifen und so, sondern die spielen hier alle, glaube ich, relativ auf Safety-Niss. Oh, Juli kommt hier noch rein oder auch nicht, ist er raus. Wir werden es jetzt mit erfahren und Juli ist raus, weibliches Team ist raus, weiblichen No-Skin. Jetzt heißt es Jimmy gegen männlichen No-Skin. Holen die sich den ersten Punkt oder gehen wir weiter in Führung und dann 2 zu 2 zu 0. Wir werden sehen jetzt hier, aber... Die Leute machen auf entspannt, die machen kein TNT, die sind locker weg. Oh, Moritz hier ein bisschen Combo-Wombo. Wir wissen gar nicht, ob mal Moritz gut ist oder nicht. Oh, beide. Leute, wie gesagt, Cancel Emote ist so, so wichtig in diesem Spiel. Ohne Cancel Emote, ich wusste früher nicht, dass Cancel Emote so schwierig ist, so wichtig ist. Oh, Moritz hier im Bedrängnis. Und 2008 holt durch den zweiten Sieg. So wichtig hier, wichtig und richtig an dieser Stelle. Es ist soweit, es steht 2 zu 2 zu 0. Können die No-Skins männlich noch jetzt einen Punkt ranholen? Oder wird einer von uns den anderen Team die 1000 Gems mit nach Hause nehmen? Ich will natürlich hier für 2008 komplett alle Gems mit nach Hause nehmen.
Aber ich bin auch mal wirklich gespannt, wie gut die hier sind. Wenn 2008 und ich das hier wirklich gewinnen, dann verteilen wir nochmal 1000 Gems an euch. Das wird, glaube ich, richtig nice sein. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal gewinnen, damit ihr die in den Kommentaren überhaupt gewinnen könnt. Aber wir geben natürlich hier unser Bestes. Wenn nicht, können natürlich die, das andere Team würde ich natürlich auch gönnen, dass die hier die 2x 1000 Gems mit nach Hause nehmen. Aber ich bin mal gespannt, ob die das schaffen oder nicht. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Aber Platzi und FCB sind beide sehr aggressive Spieler. Ihr habt es eben gemerkt, die haben sich, glaube ich, auch beide gegenseitig rausgehauen. Aber wir gucken mal, dass wir wirklich ich und 2008 uns hier vielleicht ein bisschen mit Überleben hier rauskämpfen können. Oder nicht, aber es leben noch immer alle. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das beste Team gewinnt hier wirklich die Gems und oder die Juwelen und nimmt es hier wirklich nach Hause. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare bitte. Heißt es bei euch Juwelen, Edelsteine oder Gems? Das würde mich mal interessieren. Wie nennt ihr diese Ingame-Währung von StumbleGuys? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, jeder gefühlt sagt irgendwie was anderes dazu. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Juwelen oder Gems sagen soll. Aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Und wir gucken jetzt mal, wer hier das alles für sich gewinnt. Der Ping sieht schon wieder hier sehr gut für uns aus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Juli probiert hier ein bisschen mich rauszuhauen. Oh, da fliegen auf jeden Fall Leute voll weit. Juli kommt nochmal gerade rein. Oh, ist das wirklich jetzt ein... Aber kein Problem, ich bin hier oben gestrandet. Nein, Dias ist rausgeflogen. 2008 muss alles alleine machen. Dias, oh no. Oh mein Gott, Platzi und Juli gegen 2008. Ich war da so komplett lost. Was war das? Oh no, was geht denn jetzt ab hier? Wir müssen mal wirklich gucken, dass 2008 hier vielleicht nochmal das für uns holt. Das wäre so ein legendärer Win hier. Platzi probiert natürlich für sich und sein Teammate hier die 1000 Gems mit nach Hause zu nehmen. Oh, es ist wirklich schwierig für 2008 jetzt hier noch zu gewinnen. Juli macht hier ein bisschen Probleme, aber schafft es noch rein. 2008 fliegt rüber. Das war ein richtig schlechter Tetris da. Ich dachte kurz, er fliegt in den Laser, aber nein, er hat ihm sogar noch geholfen, der Tetris. Jetzt hier natürlich 2008 gegen Platzi. Platzi ist auch einer der schwierigsten Gegner, glaube ich, den hier 2008 haben kann oder abbekommen kann. Juli merke ich aber auch. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlechter Gegner. Okay, jetzt hat er ein bisschen Probleme. Jetzt muss er hier einen Sideshot machen. Da kommt er nicht rüber. Und das weibliche Team mit Platzi und Juli gewinnen die 1000 Gems. Oder Juwelen, was auch immer ihr es denn wollt. Wow, crazy lazy. Aber ich verlose trotzdem nochmal 1000 Gems in den Kommentaren. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist Abonnent dieses Kanals zu sein, ein Like auf dieses Video zu lassen und euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben, damit ich die euch natürlich geben kann. Let's go! Was für ein krasses Finale! Das war das krasse 2 vs. 2 vs. 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Nicht vergessen, hier findet ihr noch Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video um 16 Uhr wieder. Bis dann, Leute. Ciao!